Jo Leute, was geht ab? Ich melde mich heute mal wieder zurück mit einem neuen Video zu dem BMW. Es wird jetzt mal was komplett anderes gebaut quasi. Aber jo, lasst euch überraschen, es geht nach dem Intro los. Ich melde mich heute mal wieder zurück mit dem BMW-Projekt. Also das, was ihr jetzt sehen werdet, ist schon krass, muss ich sagen. Er hat jetzt nicht 500 PS und kein Liberty Walk oder sonst was, aber auf jeden Fall wird er quasi so umgebaut, wie es in Deutschland wahrscheinlich so gut wie keiner hat. Es ist was anderes. Die meisten von euch werden wahrscheinlich es sogar nicht schön finden, aber das ist mir egal, weil ich habe da Bock drauf. Ich habe keinen Bock, so rumzufahren wie jeder. Und das ist quasi auch so ein Low-Budget-Projekt, muss ich sagen. Also der kriegt auch noch ein bisschen Leistung und so. Aber jetzt keine Felgen für, weiß ich nicht, 1000 Euro oder hast du nicht gesehen. Bisschen Low Budget, bisschen Drift, Rallye Optik, bisschen so, jo, kein Plan. No fucks given. Mit den Leuten schreibe ich auch öfter mal. Der kriegt auch das No fucks given Design, also Aufkleber und so werde ich von denen besorgen. Ich habe, wie gesagt, schon öfter mit denen geschrieben. Scheibenaufkleber und so werden draufkommen. Die Scheinwerfer werden wir jetzt erstmal als erstes machen. Die leuchten über 700 Meter. Die leuchten über 400, knapp 500 Meter. Und auf der GoPro kommt das jetzt nicht so rüber, aber die sind schon fett. Und jo, ich stecke die jetzt quasi mal um, weil das sieht jetzt ein bisschen aus wie Mickey Mouse. Ich schiebe die ein bisschen weiter in die Mitte, dass die Lücke nicht so groß ist und die von ganz außen auch ein bisschen rüber. Und jo, ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Timelapse und dann schauen wir mal, ob wir die schon angeschlossen kriegen. Also Scheinwerfer sind drauf, Kabel habe ich jetzt hier schon ein bisschen vorbereitet, liegt alles soweit. Ich werde gleich einmal hier ans Plus gehen müssen und da ist quasi Masse und ich muss einmal hier unten rein, da unten, ich meine das ist, beziehungsweise hier, da muss ich ans Fernlicht. Die Scheinwerfer sind nicht drauf. Ich will euch jetzt mal was zeigen, weil, wie schon mal im letzten Video gesagt, ich habe nicht so viel Ahnung vom Schrauben. Ich will mir das mit dem Projekt so ein bisschen selber beibringen und jetzt zeige ich euch mal die Fehler, die ich gemacht habe, die ihr besser machen könnt. Wenn ihr hier am Dach am Schrauben seid, also vielleicht guckt ihr ja das Video, weil ihr auch sowas bauen wollt oder was auch immer. Oder vielleicht wollt ihr auch einfach nochmal so einen Dachgepäckträger drauf machen. Legt euch eine Decke aufs Dach, denn wenn ihr das nicht macht, so wie ich, bei dem Auto ist es mir wie gesagt egal, Low-Budget-Projekt, ihr zerkratzt euch das Dach, man lässt mal irgendwas fallen, es kratzt mal irgendwas übers Dach. Hier sind ja so kleine Metallstecker dran und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen doof. So, und jetzt sage ich euch, wie man die anschließt. Also, man hat hier einmal das Fernlicht drin und hier ist einmal das Standlicht drin. Und hier bei den großen ist auch einmal Standlicht, einmal Fernlicht. Und ja, das werden wir jetzt mal anschließen. Das Fernlicht ist erstmal am wichtigsten. Ob ich das Standlicht anklemme, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall fange ich erstmal mit dem Fernlicht an. Also es gibt hier so spezielle Kennzeichenhalterungen und dann muss der Kabelbaum quasi nur hier bis zur Batterie. Gut, bei mir sitzt die Batterie jetzt eben im Kofferraum, aber normalerweise hat man ja die Batterie da. Dementsprechend kurz ist auch der Kabelbaum, den man dazu kaufen kann. Und ja, ich werde jetzt mal gucken, ob ich genug Kabel finde und dann können wir schon mal versuchen, die anzuschließen. Leute, eine Sache dürft ihr natürlich niemals vergessen. Wenn ihr am Strom rumfummelt,
Also ich habe jetzt erstmal oben nur die Lampen verbunden. Jetzt bin ich aber gerade dabei, das Relais und so weiter vorne zu verkabeln mit dem Fernlicht. Und ihr dürft dann niemals vergessen, die Batterie abzuklemmen. Und das mache ich auch jetzt erst. Ich hätte es fast, oder was heißt vergessen, aber ich habe gerade erst dran gedacht, euch das mal zu sagen. Meine Batterie sitzt ja wie gesagt hier hinten. Und jo, die werde ich jetzt einmal kurz abklemmen. Und ich hoffe, dass das Fernlicht dann funktioniert. Und ja, ich probiere es jetzt mal aus und dann sehen wir uns gleich nochmal. Leute, nächster Tag. Ich habe gerade noch ein bisschen was gemacht. Ich weiß nicht, wo wir gestern stehen geblieben sind. Meine Eltern sind dann im Bild rumgelaufen und so weiter. Deswegen habe ich zu Hause nichts mehr gefilmt. Bin dann gestern Abend auch noch los und Hauptsache, da laufen Mäuse jetzt hier gerade rum, wenn ich hier ein Video machen will. Bestimmt mit denen nicht. Auf jeden Fall, ich war gestern Abend dann noch unterwegs. Es wurde dann dunkel und so. Ich habe heute noch das Standlicht angeklemmt, habe das Kabel so provisorisch erstmal festgemacht. Ich will jetzt erstmal gucken, wie oft ich von der Polizei angehalten werde und so. Es ist auf jeden Fall erlaubt. Es ist jetzt fertig. Ich zeige euch jetzt das Auto. Es sieht mega krass aus. Also, ob ihr das schön findet oder nicht, das sei dahingestellt. Aber ich würde mal sagen, no fucks given. Nachher muss ich erstmal noch mit den Jungs schreiben, dass ich dann die Aufkleber auch mal bekomme. Oder mal bei denen vorbeifahren und dann könnt ihr die selber aufkleben. Habe ich nämlich letztes Mal schon gesagt, ich komme einfach bei euch vorbei und ihr klebt die selber auf. Ja, mal schauen. Diese Leute, die immer ganz dumm gucken, wenn man entweder Scheinwerfer auf dem Dach hat oder gerade mit einer Kamera redet. So, ich höre jetzt mal auf zu quatschen. Ich zeige euch jetzt das Auto. Also, viel Spaß. Champion. Wenn ihr natürlich mal sehen wollt, wie das dann wirklich im Dunkeln aussieht, lasst mal ein Like da und einen Kommentar vielleicht, wenn ihr Bock habt. Und dann können wir auch mal in den Wald fahren und probieren das mal im Dunkeln aus. Mache ich mal die Kamera vorne an die Scheibe oder so. Wobei es wahrscheinlich nicht so krass rüberkommen wird. Aber mal schauen, wie gesagt, lasst mal einen Kommentar da oder so, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Hier oben übrigens, die Halterungen sind selbst gebaut, die Scheinwerfer sind aber alle fest. Es wackelt natürlich, also man hat so ein bisschen Schwingung, Vibration drin. Das ist aber nicht so schlimm. Ich werde die hier oben nochmal versteifen. Das hier dürft ihr euch nicht so genau angucken. Das wird noch hübscher gemacht. Wie gesagt, ich will erstmal gucken, ob es funktioniert. Ich will erstmal gucken, wie Polizei darauf reagiert. Also wenn die mich jetzt jeden Tag anhalten, habe ich natürlich keine Lust damit rumzufahren. Und das ist schon ziemlich auffällig, ziemlich außergewöhnlich, aber wie gesagt, no fucks given. Und jo Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nagelt mich nicht auf irgendwelchen Sachen fest. Wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt, ich bin kein Kfzler oder sonst irgendwas. Ich mache das immer so, wie ich denke. Ich lasse mir ab und zu mal helfen. Und bei so Sachen wie jetzt, man will es natürlich erstmal ausprobieren. Ich mache dann nicht gleich alles perfekt und so weiter und so fort. Und ja, ich hoffe, ihr tötet mich nicht dafür.
Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten sehen wir uns dann auch im nächsten Video wieder.